Ja, Dennis Lamczyk, du warst ja schon bei Schalke 04, du hast ja schon einiges mitgemacht, vor einer großen Kulisse, sicherlich schon warm gemacht und allem. Ist das nochmal ein Erlebnis für dich persönlich auch gewesen hier heute? Ja, mit Sicherheit. War eine ganz tolles Erlebnis und ist ja auch noch lange nicht zu Ende. Ich denke, wir haben gleich noch eine ganz tolle Feier mit den Fans, verdient auch in ihrem Jahr. Ich denke, ohne die Fans wäre die ganze Situation nicht so gelaufen, wie sie jetzt gelaufen ist. Wir sind als Mannschaft und ich persönlich auch tierisch dankbar für die Unterstützung der Fans und wir freuen uns gleich gemeinsam auf die große Feier. Ja, ihr seid ja jetzt im DFB-Pokal. Wen wünschst du dir in der ersten Runde als Gegner? Aber ich bin da gar nicht so festgefahren. Ich hoffe, wir haben ein schönes, lukratives Los, wo wir für uns persönlich das Beste daraus ziehen können. Und ich bin da jetzt nicht so festgefahren, dass ich sage, ich bräuchte jetzt einen Bundesligist. Es wäre natürlich schön, wenn wir einen Verein hätten, der einen Namen hätte, wäre natürlich toll. Aber im Endeffekt kann man es nicht beeinflussen und ich kann nur abwarten und schauen, was am 11. passiert. Aber man wünscht sich ja auch einen Gegner, den man schlagen kann, dass man eine Runde weiterkommt. Vor allem wäre das eine schöne Situation, wenn wir die Möglichkeit haben, im Endeffekt der Underdog zu sein, aber trotzdem eine gewisse Chance zu haben, zu gewinnen. Aber wir müssen halt abwarten, wie es passiert. Wie sieht der heutige Abend noch aus? Ja, ich denke, jetzt haben wir eine große Feier gemeinsam und wie letztendlich die Abendgestaltung passieren wird, ist das nichts geplant, aber mal gucken. Morgen geht's nach Mallorca, da ist auch noch einiges geplant, oder? In Mallorca sind, denke ich, ein paar von uns und die werden ganz schön Gas geben, ja. Okay, dann bedanke ich mich und wünsche euch viel Spaß.